Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen im Wochenende und vielleicht auch endlich mal wieder dem Sommer. Die ganze Woche war es ja nicht so sommerlich und ich hoffe jetzt mal aufs Wochenende. Ja, eine aufregende Woche mit zwei sehr unterschiedlichen Büchern geht zu Ende. Es war nicht nur das Game of Thrones Staffelfinale, es gibt neue Haare. Es ist entschieden, welches Leseklubbuch wir gemeinsam im Juni lesen. Und auch gibt es heute am Samstag und auch morgen am Sonntag einen tollen Flashmob zum neuen Buch von Laura Newman. Und all das packe ich jetzt in meine Bücherwoche. Ihr findet unten natürlich in der Infobox, wann ich mit den Büchern beginne, wann ich mit dem restlichen Geplauder anfange und auch alle Links, alle Kanäle, die ich irgendwie erwähne. Ich versuche an alles zu denken, packe ich unten in die Infobox. Ja, Katze hat ihre verrückten 5 Minuten und weiß gerade nicht, wie sie hier mit der Kamera hantieren soll. So, sie ist aufs Sofa gesprungen. Gut, da darf sie hier hin. Fangen wir an. Das erste Buch der Woche ist das erste Jugendbuch von Paige Thune. Das ist Das verrückte Leben der Jessie Jefferson. Ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ich sehr gespannt war, wie mich das Jugendbuch von Paige Thune begeistern kann und ob es mich begeistern kann. Und das berichte ich natürlich. Und das zweite Buch war von Amy Harmon, Unser Himmel in 1000 Farben, ist somit auch das letzte Buch meines Lesevorhabens Juni und ich habe es genau nachts am 30.06. beendet. Es könnte auch schon morgens des 1.07. gewesen sein, je nachdem, um wie viel Uhr ich es zugeschlagen habe, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, und wann ich mit beiden Büchern beginne, wie gesagt, alles in der Infobox. Ja, mit dem ersten geht es natürlich direkt los. Das verrückte Leben der Jessie Jefferson von Paige Thune ist ganz aktuell Mitte Juni im HarperCollins Verlag erschienen. Wurde mir auch von diesen zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Hat 304 Seiten, kostet broschiert 14,99 und als E-Book 12,99. Es wird, das kann ich vorab schon verraten, auf jeden Fall noch einen zweiten Teil geben. Ich glaube, das wilde Leben der Jessie Jefferson, ja, und erscheint, glaube ich, November oder Dezember, also Richtung Lila und ist dann rot gestaltet. Aber kommen wir erstmal zum ersten Buch. Ja, Jefferson, das ist Paige Thune-Lesern definitiv ein Begriff, denn wir kennen Johnny Jefferson aus dem Buch Du bist mein Stern und diesmal für immer. Muss mal nach oben gucken, da steht Paige Thune. Und ich habe das Buch, zumindest, also das erste fand ich wirklich grandios, also Du bist mein Stern, wo es ja um den Rockstar Johnny Jefferson geht und seine Assistentin Meg und um Irrungen und Wirrungen um des Rockstar-Lebens. Und ich habe ja immer empfunden, dass das so das Leben des Robbie Williams ist. Es gibt sehr viele Parallelen. Und fand diese beiden Bücher wirklich unglaublich gelungen. Und bei Jefferson und Paige Thune hat direkt alles in mir sich freudig aufgeleuchtet sozusagen. Denn in diesem Buch geht es um Jessie, ein 15-jähriges Mädchen, das mit ihrer Mutter und Stiefvater in England wohnt, ihre Mutter bei einem tragischen Unfall verliert, jetzt mit ihrem Stiefvater Stu zusammenlebt und mit dem Tod ihrer Mutter nicht zurechtkommt. Also sie raucht, sie trinkt, sie ist lange unterwegs, hat merkwürdige Freunde und ihr Stiefvater weiß sich dann nicht mehr so recht zu helfen und spürt aber dann auch, dass sie einfach Angst hat, dass er sie auch alleine lässt, weil er ja nicht direkt ein Verwandter oder Blutsverwandter sozusagen ist. Um sie da ein bisschen zu beruhigen, erzählt er ihr dann eines Tages eben, wer ihr leiblicher Vater ist und auch warum es ihre Mutter verheimlicht hat. Und ihr leiblicher Vater ist eben Johnny Jefferson, den wir eben aus den erwachsenen Frauenromanen von Paige Thune kennen. Und hier schließt sich dann wieder so ein bisschen der Kreis, denn die liebe Jessie macht sich dann auf den Weg Richtung L.A., um ihren Vater und seine Frau kennenzulernen und auch ihre Halbgeschwister. Und wir erleben, ja, das wilde Leben, nein, hier ist es ja noch das verrückte Leben von Jessie, wie es eben in L.A. losgeht. Und so viel möchte ich gar nicht weiter zur Story erzählen, sondern nur, dass es mir unglaublich gut gefallen hat. Also ich habe mich direkt wieder in Johnny Jefferson verliebt. Es war wieder so wie ein Heimkehren. Man kannte die Protagonisten, man hat das aber mit anderen Augen gesehen. Denn es ist tatsächlich etwas jugendlicher als die eigentlichen Paige Thune Bücher. Man merkt hier einen Schreibstil, der definitiv frischer ist, junger ist, schneller ist. Sie kommt viel schneller auf den Punkt. Es ist auch alles von den Gefühlen der Jugendlichen ein bisschen oberflächlicher, also nicht an uns, was wir beschrieben bekommen, sondern man spürt eben, dass da Jugendliche agieren, was natürlich bei Erwachsenen sich einfach ein bisschen anders, ernster und tiefer anfühlt.
Und das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, den man da so beim Lesen einfach gespürt hat und gemerkt hat, wo man sich so denkt, sie hat sich tatsächlich versucht, einfach in die Jugendlichen hinein zu versetzen. Und das ist Paige Thune unglaublich gelungen. Und ich mochte Jessie von den ersten Seiten an und sie hatte es echt nicht leicht. Und manches Verhalten ist natürlich, wo man sagt, oh, jetzt zick doch nicht so rum. Aber es ist einfach verständlich, dass sie so ist, wie sie ist. Und es ist unglaublich emotional, es ist lustig, es ist witzig, es hat auch so einen ganz besonderen Charme bekommt Jessie. Und ich fand es einfach toll, im Grunde Johnny wiederzusehen, Meg wiederzusehen, ihre Geschichte so am Rande zu erfahren. Ich glaube, dass es schon hilft, wenn man weiß, wer Johnny und Meg sind und auch wie die zusammengekommen sind, obwohl es auch ganz grob kurz angerissen wird. Aber ich glaube, man muss es nicht wissen. Also wenn man jetzt jugendlich ist und dieses Buch in die Hand bekommt, hat man eben einfach nicht diese mehr Infos, die man hat, wenn man die Erwachsenenbücher von Paige kennt. Aber ich glaube, man bekommt Lust, sie zu lesen. Also mir geht es echt so, dass ich denke, ach, wie schön wäre es mal wieder, Johnny Jefferson zu lesen und diese beiden Bücher zu lesen. Und vielleicht greife ich tatsächlich da mal in meinem Urlaub dazu. Und es ist halt eben einfach so ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Und es hat sich ganz toll angefühlt. Es hat sich schnell weglesen lassen. Man ist so von Kapitel zu Kapitel und es ist so viel passiert. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl von Gossip Girl und OC California und so ein bisschen Beverly Hills. Und es gibt zwischen den Jugendlichen eben auch mal so Intrigen und das Wahnsinnsleben mit einem wunderbaren Pool vor dem Haus. Und sie wohnt im weißen Zimmer und das ist alles so abgedreht und verrückt und dennoch so sympathisch und echt und ehrlich und so stellt man sich einfach vor. Ich fand das Buch wirklich ganz, ganz toll. Ist wirklich ein ganz, ganz tolles Jugendbuch, was einfach einen wunderbar in diese Zeit auch mitnimmt. Und halt tatsächlich, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist so das Ende. Und weil es so abrupt gekommen ist. Also ich verstehe, dass das Ende so geendet hat, wie es hat. Aber es ging mir viel zu schnell. Es war irgendwie wunderbar, alles in einer wunderschönen Geschwindigkeit. Und mit einem Mal ging zack, 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 zack und weg war die Geschichte. Und man saß irgendwie so da und dachte, hä, ist es jetzt zu Ende? Klar gibt es auch einen zweiten Teil und ich denke, da geht es halt eben einfach weiter. Aber ich hatte den Eindruck, wie wenn die Autorin nur 304 Seiten hatte, so und so viele Worte, mehr durften es nicht sein. Und man musste dann irgendwie gar schnell durchkommen. Das fand ich unglaublich schade, weil das so ein bisschen den ganzen Charme und alles, was vorher aufgebaut hat, so ein bisschen kaputt gemacht hat. Das ist wirklich so der einzige Kritikpunkt, aber sonst fand ich das Buch wirklich durchweg gelungen. Es hat ganz, ganz viel Spaß gebracht und wie gesagt, ich hätte direkt wieder Lust, in Johnny Jefferson, in die beiden Bücher von Paige Thune einzutauchen und ja, vielen Dank an den HarperCollins Verlag. Ich freue mich unglaublich auf den zweiten Teil und bin mega gespannt, was uns dann das verrückte Leben der Jessie Jefferson sozusagen zu bieten hat. Und weiter geht es nun mit Amy Harmons Unser Himmel in 1000 Farben, dem neuesten Buch von Amy Harmon. Das ist ihr viertes, ist jetzt erschienen Anfang Mai im Egmont Ing Verlag, kostet broschiert 14,99 und als E-Book 13,99 und hat knapp, glaube ich, 500 Seiten, oder? 450? Ja, 450 Seiten circa. Ja, es ist persönlich mein drittes Buch von Amy Harmon. Ein Buch habe ich noch auf dem Sub, das war, glaube ich, ihr zweites. Und es stand ja bisher bei Amy Harmon unentschieden. Das heißt, das erste Buch, Vor uns das Leben, fand ich wirklich mega gelungen. Dann dieses mit der Blue, jetzt weiß ich natürlich gar nicht mehr, wie es heißt. Für immer Blue fand ich persönlich nicht so gut. Und jetzt war ich natürlich gespannt, wie ihr vierter Roman sein wird. Und ich habe noch auf dem Sub Unendlich Wir. Das habe ich aber noch nicht gelesen. Deswegen ist das mein Buch. Ja, das Cover finde ich unglaublich ansprechend, finde ich sehr, sehr schön. Und auch die Klappbroschüre, wenn man sie dann aufmacht, wiederholt sich dann sozusagen wieder, finde ich ganz, ganz toll. Und mich hat auch der Klappentext sehr angesprochen und da war ich natürlich auch sehr neugierig, was das Buch innerlich sozusagen zu bieten hat. Ja, wir verfolgen hier Georgia. Sie lebt mit ihren Eltern auf einem Pferdehof und hat so ein betreutes, psychologisches Reiten oder Zusammensein mit Pferden betreiben ihre Eltern. Und auch sie wäre gerne die erste Rodeo-Reiterin. Und verbringt eben sehr viel Zeit mit den Pferden und versucht sich eben auch ein bisschen darin, Pferdeflüsterin sozusagen zu werden oder zu sein. Auf der anderen Seite haben wir Moses, auch ein junger Mann, dessen Mutter ihn als Baby im Waschsalon ausgesetzt hat und dann selbst an einer Überdosis gestorben ist. Der ist so ein bisschen von den Verwandten hin und her gereicht worden
Und landet jetzt aber letzten Endes bei seiner Großmutter, die eben nicht unweit von diesem Pferdehof auch wohnt. Und die beiden gehen dann eben auch auf die Schule, lernen sich kennen und gerade... Ja, ich glaube, so rum kann man so sagen. Und Georgia, ja, verliebt sich in Moses und ja, entdeckt dann sein dunkles Geheimnis. Denn Moses zeichnet unglaublich gut und unglaublich schön und kann aber nur zeichnen, wenn er ja sozusagen die Brücke zu den Toten aufmacht und die Toten ihm Bilder zeigen können, die er dann malt. Und es wird noch ein bisschen creepier. Aber das möchte ich natürlich nicht im Voraus erzählen. Die Wege der beiden trennen sich und so manches Rätsel macht sich dann auf und so manche Lebensentscheidung wird getroffen. Und wir sind bei dieser sehr düsteren und dennoch sehr schönen Liebesgeschichte und Lebensgeschichte tatsächlich dabei. Es gibt einen Perspektivwechsel, der sehr gelungen ist. Man spürt allerdings, dass es einfach eine Autorin ist. Also was ich ja zum Beispiel... bei These Broken Stars unglaublich gelungen fand, ohne jetzt zwei Bücher komplett im Grunde zu vergleichen. Aber da hat man einfach gespürt, dass die beiden Charaktere einfach anders uns etwas erzählt haben. Hier spürt man definitiv, dass ein Autor dahinter steckt und es nicht ganz gelungen ist, diesen Perspektivwechsel wirklich auch sprachlich rüberzubringen. Weil es ist natürlich logisch, dass uns ein Moses eigentlich anders Sachen erzählt, als es eine Georgia tut. Aber... das ist nur so ganz am Rand. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe am Anfang unglaublich lange gebraucht, um in die Geschichte zu kommen. Es waren bestimmt die ersten 70, 80 Seiten, wo ich dachte, ja, wo geht's denn jetzt hin? Dann wurde es tatsächlich sehr spannend, sehr interessant, als eben Moses Geschichte ein bisschen näher beleuchtet wurde und uns gerade so dieses Düstere rübergebracht wurde und wie er das Leben sieht und was er für Entscheidungen trifft. Da war es wirklich sehr, sehr gelungen. Und das Schöne ist eben auch, dass wir nicht nur die Jugendzeit der beiden kennenlernen, sondern sie eben verschiedenste Jahre und Abstände sozusagen begleiten. Und mit diesen Jahren wurde es auch wirklich spannend. Wiederum das Ende, mit dem konnte ich gar nichts anfangen. Ich fand es total unrealistisch. Ich fand es auch wirklich nicht nötig, dass es so endet. Und mir hat es nicht gefallen, das Ende. Also ich bin da unglaublich enttäuscht, weil es war so ein Aufbau und es hätte einfach... irgendwie anders enden müssen. Es hat sich für mich irgendwie nicht richtig und nicht rund angefühlt. Und ja, das ist unglaublich schade. Ich fand die Sprache von Amy Harmon sehr gelungen. Man kann sich hier wirklich fallen lassen und man ist dann wirklich drin und auch die Empfindungen durch dieses Düstere und diese Liebes-Lebensgeschichte, man hängt da schon emotional mit drin. Also das schafft Amy Harmon, einen mitzunehmen. Also es hat zwar einige Seiten gebraucht, aber... das hat sie wirklich, wirklich unglaublich gut gemacht. Und das ist wirklich das, was ich auch im ersten Buch geliebt und gespürt habe. Aber mit dem Anfang und dann auch dem Ende hat sie es irgendwie für mich kaputt gemacht. Und das fand ich unglaublich böse. Weil auch die Charakterentwicklung der beiden war einfach so toll, das mit anzusehen und das zu verfolgen. Und ich weiß auch gar nicht, was ich für ein Ende erwartet habe. Ich weiß, dass ich ein anderes gewollt habe. Weil, wie gesagt, es hat sich für mich nicht richtig und nicht... rund angefühlt. Also es ist so, ja, wieder ein bisschen mittelmäßig und ja, vielleicht werde ich jetzt tatsächlich das Buch mal lesen, was ich auf dem Sub habe, um dann zu entscheiden, ob ich nochmal was von Amy Harmon lese oder nicht. Aber es geht eher einfach in Richtung wahrscheinlich nicht. Ja, es ist unglaublich schade, weil ich wollte, dass es wirklich mich wieder so überzeugt wie das erste, aber es hat es leider nicht ganz geschafft und ja, es ist echt, ach ja, was will man manchmal machen, ne? Man will ja, dass einem Bücher gefallen. Und das hat mich wirklich nicht so überzeugt. Es war nicht schlecht, es war wirklich gut. Also ich würde sagen, es ist so ein Durchschnittsbuch. Und einfach die Gefühle, die es ab dem Mittelteil gab, fand ich schon wirklich toll. Aber das Cover ist schön. Das zählt als Argument natürlich nicht. Aber ja, ja, ja. Ich glaube, mehr kann ich jetzt auch gar nicht dazu erzählen. Ja, das zu den Büchern der Woche. Jetzt wird man sich fragen, Mensch, hast aber nicht viel gelesen. Ja, das ist tatsächlich so, weil ich natürlich diese Woche besonders intensiv mich um Game of Thrones, das Staffelfinale, oder darum sozusagen beschäftigt habe. Ja, die 6. Staffel ist zu Ende gegangen am Montag. Es sind unglaublich viele Fragen auch mal beantwortet worden. Wir mussten uns von ganz vielen Menschen in der Geschichte verabschieden. Und ja, dann musste ich mich sozusagen auch von den Hangout-Mädels und Phil
verabschieden. Es war eine unglaublich tolle Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Wir haben uns so regelmäßig ausgetauscht über Game of Thrones und auch unsere Hangouts. Fand ich wirklich ganz, ganz toll. Man hat es dadurch einfach unglaublich intensiv erlebt. Und natürlich auch die Zuschauer, die bei den Hangouts dabei waren, die uns auch auf Instagram dazu was geschrieben haben, auf Facebook, auf YouTube viele Nachrichten dazu bekommen, E-Mails. Und dass die Begeisterung von Game of Thrones eben ansteckend ist. Und mir wird das tatsächlich ein bisschen fehlen. Und ich fand es unglaublich traurig, dass es Dienstag dann sozusagen vorbei war mit unseren Game of Thrones Hangouts zumindest. Und ja, wir müssen uns jetzt definitiv ein anderes Hobby suchen. Ja, es war ein sehr gelungenes Staffelfinale. Es hat mich komplett weggerissen. Es hat mich sprachlos da sitzen gelassen. Und selbst beim zweiten Mal anschauen war ich noch total... Steffi, atme. Und ja, also ich bin mega gespannt, wie es mit der 7. Staffel weitergehen wird. Ich hoffe, dass wir auch demnächst das 6. Buch von George R. R. Martin in den Händen halten werden. Und ja, zum Glück, dass ich Teil 5 lese, denn ich möchte ja nicht in Verzug kommen. Ja, ist auf jeden Fall für August schon mal geplant. Und ja, also das Hangout findet ihr natürlich nochmal unten in der Infobox, wer es noch nicht gesehen hat. Es ist natürlich Spoilergefahr, also wer nicht die 6. Folge schon gesehen hat, der kommt eben wieder, wenn er das geguckt hat. Weil wir natürlich schon wirklich über Szene für Szene so ein bisschen gesprochen haben. Und das war so toll, man hat das so aufarbeiten können. Und man hat sich einfach so gar nicht alleine gefühlt und ach, toll. Es war echt schön. Es war eine schöne Zeit und ich werde das echt vermissen. Und jetzt, was machen wir jetzt montags und dienstags? Jetzt können wir wieder lesen sozusagen. Ja, also das war auf jeden Fall, ja, diese Woche, das war schon sehr geprägt. Auch Recherchen und geguckt, was andere dazu gesagt haben auf Blogs und auch auf YouTube. Und ja, einfach so wildeste Theorien mal wieder gelesen. Ach, ich mag das einfach. Ich vertiefe mich unglaublich gerne in Welten und das macht hier eben auch einfach besonderen Spaß. Ja, natürlich, ich kann es nicht wegreden. Meine Haare sind wieder kurz. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die Haare ein bisschen länger wachsen zu lassen. Ich wollte in Richtung eines Bobs gehen. Muss aber ehrlich gestehen, dass ich ständig vorm Spiegel stand und dachte, ach Steffi, wozu das Ganze? Wozu? Ich habe mir nicht mehr gefallen. Also ich habe in den Spiegel geguckt und auch gedacht, das bist irgendwie nicht du. Und ich habe auch irgendwie mal so in 2, 3 alte Videos von mir geschaut und auch so Fotos mit langen Haaren. Und ich denke immer, wer ist denn das? Ne? Also das ist, das bin einfach gar nicht mehr ich. Und ich bin einfach ein Kurzhaarmädchen und ich mag das, wenn es frech ist und wild ist und irgendwie... Ja, einfach. Und ich habe einfach das Gefühl, das bin eben eher ich. Und mir tut das jetzt auch wieder gut. Und ich gucke jetzt gerne wieder in den Spiegel. Und irgendwie, ich muss mich ja auch wohlfühlen. Und es muss jetzt auch niemandem Besonderem gefallen oder ich auch nicht gefallen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Es muss einfach mir gefallen und ich muss mich wohlfühlen. Und das tut es mit kurzen Haaren. Dementsprechend sind sie jetzt natürlich wieder sehr schön kurz geworden. Also wirklich, ach, schön. Ja, gefällt mir auf jeden Fall gut. Und da war ich Donnerstag früh, bevor ich dann in die Arbeit bin. Und ja, sie sind wieder kurz. Sie sind nicht blond geworden, also Farbe mache ich ja immer selbst. Sie bleiben jetzt auch erstmal in diesem etwas helleren Braun, weil mir gerade danach ist. Also es ändert sich ja immer wieder. Ich habe ja schon alles auf dem Kopf gehabt, wirklich von Rot über Schwarz, über Dunkelbraun, Hellbraun, Hellblond, ihr wisst es. Ich bin da sehr, sehr bunt auch auf dem Kopf und ja, aktuell halt einfach in diesen, ich glaube es ist ein Saphirbraun, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube, so hieß die Farbe. Ja, also das ist ja, ja. Also ich bin von der Natur bin ich ein bisschen dunkler, das kann man schon mal sagen. Dementsprechend ist das Blond natürlich immer sehr, sehr schwierig dann zu halten. Aber gut, genug der Haare. Ich denke, wir widmen uns gleich einem anderen Thema nach einem kurzen Break. Und dann ist es heute endlich soweit und ihr dürft euch alle freuen, denn es erscheint heute das neue Buch von Laura Newman. Anyone Dies in Paradise. Adept 2, der zweite und letzte Teil. Ja, das ist dann eine Duologie? Diologie? Also eines zweiteiligen Romanreihe. fehlt mir gerade die Begrifflichkeit. Ja, aber ihr werdet schon wissen, was ich meine. Ja, letztes Jahr, ich glaube im September, hat uns Another Day in Paradise auf einen apokalyptischen Zombie-Roadtrip durch Texas geführt. Und es gab ja da die Deadheads, die ja im Grunde die Begrifflichkeit der Zombies waren. Wir sind mit Jugendlichen durch Texas gereist, weil man eigentlich ja dem allem entrinnen wollte. Und das Ende war an sich schon...
irgendwie abgeschlossen. Also ja, und dann, als Laura aber gesagt hat, sie lässt sich natürlich die Tür auf für einen zweiten Teil, und als sie dann noch erzählt hat, sie hat jetzt den zweiten angefangen und ist dabei, ja, war natürlich große Begeisterung da. Also Laura hat mich mit dem ersten Teil wirklich total begeistert und auch angefixt, Zombie-Bücher zu lesen. Und ich habe früher als Jugendliche natürlich Zombie-Filme mal angeschaut, aber ich war jetzt nicht der größte Zombie-Fan. Fand aber einfach die Charaktere toll, dieser Roadtrip durch Texas, durch diese Wüste, eben mit diesen Zombies so im Hintergrund. Also die waren nicht so vordergründig, sondern eher so nebenbei, würde ich sagen, aber sie waren trotzdem immer da und ich mochte einfach die Charaktere, ich mochte dieses Aufreißen sein, ich mochte das mit diesen Gefahren, die man ausgesetzt war. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und so war ich jetzt natürlich auch sehr erfreut, als es wieder ins Testlesen gegangen ist. Ihr habt es ja mitbekommen, wenn ihr regelmäßig meine Videos schaut. Wir durften ja Anyone Dies in Paradise schon ein bisschen vorab lesen und wieder ein bisschen unsere Kommentare abgeben. Und ich kann nur sagen, auch der zweite Teil hat es in sich. Ich liebe den sehr trockenen und schwarzen Humor von Laura, den sie hier anlegt. Ich mag die neue Umgebung. Wir sind diesmal winterlich unterwegs. Winter ist hier sozusagen, um es mit Game of Thrones Worten zu sagen. Es gibt Bezüge in dem Buch zu anderen Büchern, zu anderen Filmen, und es werden Dinge zitiert und ich habe mich da total wiedererkannt. Ich fand das total faszinierend. In meinem Freundes- und Familienkreis, wir zitieren so oft aus Herr der Ringe oder aus den Golden Girls oder aus irgendwelchen Büchern. Und Laura schafft es, dass ihre Charaktere das auch machen und dass sich das nicht komisch anfühlt, sondern man einfach lacht und mitschmunzelt und denkt, ja, genau so ticke ich auch. Und das, ja, es ist eine unglaublich tolle Geschichte. Es ist ein wenig weniger Roadtrip. Man ist weniger unterwegs. Man ist mitten im Winter. Man hat eben nicht die Bedenken, dass man hier nicht zu trinken bekommt, dass es so heiß ist, sondern man ist eben in Kälte unterwegs, in sehr, ja, mit sehr wenig Mitteln auch unterwegs, muss ich natürlich versuchen, irgendwie warm zu halten, Nahrungsbeschaffung. Wir haben auch neue Charaktere, die dazukommen, und es ist einfach unglaublich spannend, macht unglaublich viel Spaß. Und heute ist es endlich da und es gibt eine große Flashmob-Aktion von der lieben Laura. Wer heute und morgen irgendwie, glaube ich, die Bücher kauft und also das E-Book kauft, kann dann auch ein echtes Buch sozusagen gewinnen. Finde ich eine total coole Idee. Und es ist auf Amazon erhältlich. Ihr findet alles natürlich in der Infobox. Und jeder, der den ersten Teil schon gelesen hat, sollte ganz schnell zugreifen. Ihr werdet es innerhalb eines Wochenendes durchsuchten. Und alle die jetzt sagen, oh, das klingt aber toll, ihr greift natürlich erst zum ersten Band. Also es ist definitiv ratsam, erst den ersten zu lesen. Und packt euch am besten direkt den zweiten mit auf euren Sub, weil ihr beide Bücher direkt hintereinander weglesen wollt. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Großes Bücherkino. Und Laura hat es wieder geschafft, mich total zu begeistern. Eine ausführlichere Rezi wird es auf jeden Fall in der nächsten Woche noch von mir geben. Es wird dann auch einen Band vom Buchreihen-Video geben. Ich denke mal am Montag oder Dienstag mal sehen, wie ich nächste Woche meine Videos takte. Es könnte tatsächlich sein, dass nächste Woche Montag, Mittwoch und Freitag ein Video kommt, weil ich habe auch noch ein Rebuy-Unpacking, was ich gerne zeigen möchte. Und natürlich möchte ich euch meinen Büchermonat zeigen, den ich wahrscheinlich in zwei Teile splitten werde, weil es doch recht viele Bücher geworden sind. Ja, ich werde ihn in zwei Teile splitten. Und dementsprechend denke ich, wird nächste Woche ein Teil kommen und die übernächste Woche. Und ja, also freut euch auf ganz viele Videos. Und ja, zu ganz vielen Videos ein Switch. Ich habe ja in der letzten Woche ein Meditationsvideo auf meinem Lifestyle-Kanal hochgeladen, wo es nicht nur um die reine Meditation geht, sondern auch um die Chakra-Meditation, also mal etwas Neues. Das Video packe ich euch auch einfach mal in die Infobox, weil ich weiß nicht, ob ihr alle auch Abonnent meines anderen Kanals seid. Ich denke aber, dadurch, dass ich ja auch hier auf dem Kanal sehr viel über Meditation, Buddhismus, Yoga spreche, könnte das ja für den einen oder anderen auch interessant sein. Dementsprechend findet ihr dieses Video auch in der Infobox. So, und als letztes gab es die Umfrage ja in unserem Facebook-Leseclub. Das ist ja der Leseclub von Alicia, Phil und mir. Und wir haben ja drei Bücher zur Auswahl gestellt und alle Mitglieder in der Facebook-Gruppe hatten ja jetzt eine Woche Zeit abzustimmen. Es gab Richard Laymans Die Insel, es gab Tahira Mafi, Ich fürchte mich nicht. Und der Sieger ist Matt Dickinson, wenn ich mich nicht irre, Die Macht des Schmetterlings.
Und das ist auch der Sieger, ja, geworden. Es war sehr, sehr knapp. Es war unglaublich, wie toll die Beteiligung an der Umfrage war. Und natürlich trifft man nicht immer den Geschmack aller Mitglieder, aller, die dabei sind. Das ist uns natürlich klar. Aber es geht ja um unsere Subbücher. Es werden keine neuen Bücher sein, die wir lesen wollen, sondern wirklich Bücher, die älter sind, sodass jeder, der dann ein Buch entdeckt, was er interessant findet, eben sich auch gebraucht einfach besorgen könnte. Wenn er sagt, oh, das Buch spricht mich unglaublich an, das lesen wir zusammen, soll es eben auch für jeden irgendwie erschwinglich sein, da mitzulesen, auch wenn es eben für andere nicht ein Subbuch ist. Für uns sind die drei Bücher im Grunde Subbücher. Und ich freue mich unglaublich auf die Macht des Schmetterlings. Wir werden es jetzt Ende Juli lesen. Ich bin mega gespannt auf dieses Buch. Total neugierig. Paddy hat uns da ja auch so ein bisschen angefixt. Ich packe ihr Video auch mal unten rein. Und ich bin total neugierig und freue mich wirklich auf dieses Buch. Und wirklich auf, wie toll der Leseklub aufgenommen wurde, angenommen wurde, wie rege jeder so dabei war. Kommentaraustausch, auch die Lesegruppe schon zu Eleanor und Park war ganz, ganz toll. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, wenn ihr mit einsteigt und vielleicht bei der nächsten Umfrage dabei seid oder wenn ihr die Macht des Schmetterlings auch auf dem Sub habt und sagt, hey, so gemeinsam lesen, das macht bestimmt Spaß, dann kommt einfach mit in die Facebook-Gruppe und dann lesen wir das Buch Ende Juli zusammen. So, jetzt haben wir es auch schon geschafft. Das war meine aktuelle Bücherwoche. Ist ja doch ganz viel vom Plaudern sozusagen dazugekommen. Und Bücher, die unterschiedlicher im Grunde ja nicht sein können. Aber da steckt man manchmal nicht drin. Ja, und jetzt denke ich, war es, glaube ich, soweit. Also ich gucke nochmal auf meinen Zettel. Ich habe auch nichts vergessen. Wie gesagt, ihr findet alle Kanäle, alle Links, alles unten in der Infobox. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Und dann starten wir jetzt ins Wochenende, genießen die freien Tage, hoffentlich sonnig und haben dann hoffentlich auch eine stressfreie Woche mit wahrscheinlich 3 Videos von mir. Also abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video. Und ich wünsche euch nun einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss, eure Steffi.